Offiziell. Kim Kardashian hat die Scheidung eingereicht, alles aus bei Kimien. Jetzt ist tatsächlich das eingetreten, worum Fans der Kardashianer Familie so lange gebangt haben. Die Beziehung zwischen Kim Kardashian, 40, und Kanye West, 43, ist endgültig vorbei. Das einstige Reality-TV-Traumpaar Kimye ist Geschichte. Laut TMZ hat die vierfache Mama die Scheidung eingereicht. Scheidung ist einvernehmlich, obwohl es zuletzt ganz danach aussah, als würde zwischen Kim und Kanye eventuell noch die große öffentliche Schlammschlacht ausbrechen. Scheinen sich die beiden hinter verschlossenen Türen still und heimlich wie die Scheidung sei einvernehmlich, wie Insider berichten. Probleme seien vom Star an der Laura Wasser bereits ein Trennungsdatum sei nicht aufgeführt. Überraschend. Kim und Kanye sollen sich auch beim Thema Sorgerecht für die vier gemeinsamen Kinder Noahs, 7, 10, 5, Chicago, 3, und Psalm, 1, einig geworden sein. Demnach würden die Eltern in Zukunft gemeinsam für das Wohl ihrer Sprösslinge. Erst kürzlich hatte es noch gehießen, dass Kim für das alleinige Sorgerecht kämpfen wolle, Kanye auf der anderen Seite die Kids aber ganz zu sehen. Im Video, flirtet Kim schon mit einem neuen Mann? Obwohl die Scheidung zwischen Kim und Kanye noch lange nicht durch ist, flammt in Hollywood bereits ein Gerücht auf. Datet Kim etwa CNN-Reporter und Anwalt Fant Jones? Alle Infos dazu gibt's oben im Video.